Nach Äußerungen Gabriels Saudi-Arabien zieht Botschafter aus Berlin Abstand, 18.11.2017, 10:08 Seitenanfang. Saudi-Arabien ist verärgert über kritische Äußerungen von Bundesaußenminister Gabriel zum Umgang mit dem Libanon. Das Königreich hat deshalb seinen Botschafter zurückgerufen. Derweil traf der zurückgetretene libanesische Ministerpräsident Hariri in Paris ein. Von Björn Blaschke, ARD Studio Kairo. Das Königreich Saudi-Arabien hat seinen Botschafter aus Berlin nach Riad zurückgerufen. Das berichtete die königliche Nachrichtenagentur SPA. Dem deutschen Botschafter in Saudi-Arabien werde zudem eine Protestnote überreicht, in der das Königshaus Einspruch erhebt gegen Äußerungen des amtierenden deutschen Außenministers Sigmar Gabriel. Außenminister Sigmar Gabriel, rechts, und sein libanesischer Amtskollege Gebran Basil geben im Auswärtigen Amt in Berlin eine Pressekonferenz. Abenteurertum in Saudi-Arabien. Gabriel hatte am Donnerstag in Richtung Saudi-Arabien gesagt, dass gemeinsam aus Europa das Signal kommen muss, dass wir das Abenteurertum, was sich in den letzten Monaten dort breit gemacht hat, nicht mehr bereit sind, einfach sprachlos hinzunehmen. Zudem betonte der SPD-Politiker bei dem Treffen mit seinem libanesischen Amtskollegen Gibran Basil in Berlin, wie mit dem Libanon umgegangen wird, damit sei nun die Spitze erreicht nach der humanitären Krise durch den Krieg im Jemen und dem Konflikt mit dem Golfemirat Katar. Der Fall Hariri. Gabriels Anlass, der Fall Saad Hariri. Unter fragwürdigen Umständen hatte Hariri vor 2 Wochen auf saudischem Boden in einem saudisch finanzierten arabischen Sender seinen Rücktritt vom Amt des libanesischen Ministerpräsidenten erklärt. Immer wieder hieß es, Hariri, der auch die saudische Staatsangehörigkeit besitzt, sei von den Saudis zur Rücktrittserklärung gezwungen worden und in Riad festgesetzt. Rücktritt aus Angst um sein Leben. Libanons Ministerpräsident Hariri tritt überraschend zurück. Der Regierungschef fürchtet nach eigenen Worten um sein Leben. Er hat Angst, wie sein Vater ermordet